Herzlich willkommen, Gamer Engineers! Ich hoffe, ihr habt immer noch Bock auf Splatoon. Der Hype ist ja schon ziemlich abgeklungen. Und ich muss die Parts ja auch relativ schnell hochladen. Als ob ein Schuss hätte noch genügt. Ja, Luna mit dem Luna Blaster. Die ist ein böses Mädchen. Und deshalb kommt hier die Super Nanny. Okay, lassen wir mal wieder die TV-Scherze. Ja, was machst du jetzt? Hm? Blasterfotze. Mich abknallen! Ich glaube, das ist wieder so eine Schlacht, die wir verlieren könnten. Warum werde ich immer schneller gekillt? Ich meine, bringt mein Kill so wenig oder... Ich fasse es nicht. Ich werde hier nur gefickt. Ay, caramba. Ja, wir müssen entweder zur Basis oder vorrücken. Basis. Von denen wird eh keiner gekillt, dann müssen wir vorrücken. Sollte dann eh am Ende wieder in die Scheiße gelaufen sein. Oh, einer von denen ist mal tot. Was ganz was Neues. Was ultra, ultra Seltenes. Und der Sniper-Heine ist weg. Warum kommst du da nie hoch? Wenn man es dir sagt. Was tust du? Schwul. Gib da einfach auf. Trottel. Ah, das fängt ja gut an. So scheiße aber auch. Ja, wir hätten auch gerne mal den Level 40 im Team. Ist das zu viel verlangt? Nein, Nintendo will es einfach nicht. Ja Leute, ich muss den Part oder entweder den oder den nächsten früher beenden, weil ich muss ja dann an den das Ergebnis auch noch dranhängen. Wie ist denn durch meine Soße geschwommen? Wie? Das würde ich auch gern wissen. Ich möchte auch schummeln können. Egal, es ist eh wieder gegen unsere eigenen Leute. Und wenn ich so ein Team sehe, dann bin ich natürlich auch glücklich, wenn ich genau weiß, die gehören uns gewinnen auch. Oh mein Gott. Es geht jetzt nur um Punkte, also kann es uns halbwegs egal sein. Wenn
Naja, sicher nicht. Warum kann ich nicht zur Basis zurück? Ich wollte zur Basis zurückspringen. Ja, jetzt geht's! Warum vorher nicht? Weil man sollte die Team wieder supporten. Verreck. Übrigens, in Splatoon ist es möglich, dass es Namen zweimal auch gibt. Also es kann sich dann auch jeder beliebige, genauso wie ich, DONZ nennen. Ganz easy möglich, weil es gibt ja Namen auf der Welt nicht nur einmal. Aha, geowned. Hoffentlich gewinnen wir das Splatfest, würde ich mir zumindest wünschen. Ja, das Blackberry haben wir vernichtet. Vodafone Werbung. Sehr schön. Ich freue mich schon auf mein Standmikrofon. Ich kann es euch gar nicht sagen. Das Headset drückt auf den Ohren. Vor allem nach so langer Aufnahme. Aber was tut man nicht alles, um Abonnenten zu kriegen oder besser gesagt Views? Knapp, aber wir haben's. 2,6. Adrian! Ja, servus Manu. Zumindest nennt er sich's auf YouTube. Manjure, irgendwie so wie er sich schreibt, keine Ahnung. Der heißt witzigerweise auch Adrian. Also der heißt Manuel Adrian. Kommt aus Deutschland. Und wohnt, glaube ich, in der Schweiz. Ich bin irgendwann mal so per Zufall auf seinen Kanal gestoßen. Ich kenne natürlich auch jemanden, der so heißt. Ich bin nur deswegen so mal beim Namen ins Lachen gekommen. Wie er sich dann vorgestellt hat, ja, ich heiße Manuel Adrian. Und dann habe ich mich sofort an den Kanal erinnert gefühlt. War das schön. Ja, Leute, mal schauen. Vielleicht gewinnen wir ja das hier. Möglich wär's ja. Aber dieser Soundtrack ist selbst nach dem 200. Mal hören immer noch geil. Oh, scheiße, ein Sniper. Ja, durchgekommen. Na komm, jage mich. Blöd, Mann. Glaubt ihr im Ernst, dass ich noch hier bin? Ja, ich wollte nur, dass meine Kollegen vorrücken können. Danke sehr. Hast du mir erfüllt den Wunsch? Also, Opa, hör auf rumzuspinnen!
Die hört auf, mich zu nerven. Schwules Schwein. Snipe da oben. Kann nicht wahr sein. Ich bin doch weggesprungen. Okay, das war vielleicht der falsche, um zu spawnen. Komm schon, ich muss da hoch und jetzt hör auf zu spinnen. Und geh mal hoch. Ich muss von oben runter schießen, nicht von unten. Die werden von beiden Seiten angreifen. Los, komm, Kollege. Wo stehst du, Missgeburt? Verrecke! Ich hasse dich, aber du bist tot. Wow! Alter, die krepieren hier gerade mega heftig. Absolut no chance. Alter, ich hoffe, ihr seht das dann auf der Karte, wie wir da abgegangen sind. Zieht euch das rein? Todessieg. Über das Doppelte. Das zeigt ja schon, wie bitter die Niederlage eigentlich war. Mark. Ja, ich habe auch einen zu dem Team, der so heißt. Ja, er wird sicher ab und an mal den Part schauen. Ich werde den empfehlen. Servus. Okay, Leute. Wenn wir das gewinnen, ist das Splatfest für uns zu Ende. Ihr seht dann nur noch das Ergebnis. Hoffentlich können wir das noch drehen. Yeah, mit der Grenade zum... Jesus Christ! Oh, danke, Mann! Der hat mich gerettet! Der hat ihn abgeschossen, bevor er seinen Roller über mich drüber gezogen hat. Danke, wer auch immer du jetzt gerade warst. Was hatte der bitte für ein... Also... Der Jesus! That Jesus. Ja, ganz okay. Momentan der Verlauf... Ja, geht so. Könnte besser sein für uns. Wie gesagt, wenn wir es gewinnen, wäre es ganz geil. Okay, der war geil. Geiler Kill. Der Edwin geht auch voll ab. So lobe ich mir das. Na, der hat mich in die Mine reingedonnert. Was? Alle von uns tot? Scheiße, das kann die ganze Battle drehen. Ja, ja, ich sehe schon. Die rasten jetzt schon aus. Und zwar total. Los, kommt, wir müssen es aufholen. Beeilt euch.
groß. Nein! Immerhin, er ist auch tot. Jetzt springst du zu dem, du scheiß Tablet! Tot, 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 tot. Ja, wir haben es geschafft. Der Heilige Geist stand mir bei. Okay, genug mit den Flachwitzen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns beim Ergebnis. Ja, Leute. Ups, das Mikro ist jetzt ein wenig zu nahe bei meinem Kopf gewesen. Jetzt müsste es passen. Tut mir leid, den kurzen Fail. Es sollte das Ergebnis des Splatfests sollte jetzt da sein. Mal sehen. Ja, dann wollen wir mal schauen. Und wer hat gewonnen? Stimmen? Wahrscheinlich Aioli. Fuck. Die ist tatsächlich beliebter. Respekt. Siege müssten die anderen haben, oder? Bam! Ja! I am the king! Leider habe ich meine Facecam in Niederösterreich liegen lassen. Sonst würde ich die jetzt tatsächlich mal aufbauen und würde diese Fresse filmen. Ich kann ja ein Foto machen und kann es dann einfügen. Allerdings wird das dann etwas später hochgeladen. Also dann ändert sich nur das Thumbnail, aber trotzdem. Das ist endgeil. Okay, Leute. Aber wollen wir mal schauen, wie stark wir gewonnen haben. Ja, sollte eigentlich ganz ordentlich sein. 20 Punkte. Ja, die derzeitige Arena interessiert mich eigentlich nicht. Sprechen wir doch in einem einzelnen... Okay, danke. Splatoon-Schlacht dran. Wir sehen uns dann gleich. Also im Eigentlichen finde ich es ganz geil, dass Limone gewonnen hat. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die Siege an Team Aioli gehen. So wie es bei mir ausgesehen hat, war das ja nicht so rosig. Aber wir haben es dann am Ende doch noch gedreht und ja. Shit, ich habe schon wieder Probleme mit meinem Fernseher. Komm schon. Muss das Signal wieder... Ja, jetzt haben wir es wieder. Ja, weil die Capture Card verzieht leider ein wenig bei der Aufnahme. Ah, Blaster, scheiße. Ja, egal, was ich so gehört habe, eigentlich war Team Aioli ziemlich overpowered. Leider war es dann ja am Ende so, dass eindeutig wir mehr Leute hatten und dass wir schon gegeneinander gekämpft haben.
Ich befürchte, das hat's dann ausgemacht, dass so wenige Kämpfe von denen stattgefunden hätten, sonst hätten die wahrscheinlich gewonnen. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Abschluss für das Let's Play. Sollte ganz gut sein. Ja, jetzt bist du krepiert. Oh, der Wasserstand wird sich gleich senken. Jetzt gibt's mehr zum Einfärben. Los, im Wald vorrücken. Nein! Ja, was jetzt dann noch ansteht, wäre halt die Fakten zu den einzelnen Splatfest-Daten, aber das lassen wir jetzt mal. Wir haben ja eindeutig gewonnen, war nicht mal so knapp. Ja. Was ich allerdings witzig finde, meistens das Team, was mehr Stimmen hat, hat auch mehr Siege. Ob das irgendwie zusammenhängt, weiß ich allerdings nicht. Ja, möglicherweise ist Limone dann doch eher der beliebteste Charakter. Weil, ja, Nummer 2, ja. Kriegt halt ein bisschen Noob-Support, aber ja, was soll's. Muss ich sagen, mir gefällt sie auch ehrlich gesagt vom Charakter her besser. Die andere ist mir ein bisschen zu überdreht. So, und wer gewinnt die Schlacht hier? Unbekannt. Unbekannt, oder wie? Oh. Das hätten dann sogar wir. Oder? Noch knapper ging's nicht. Perfekter Abschluss. So. Ich bin für das Let's Play raus. Ich werde privat noch weiterspielen. Ihr könnt mich ja jederzeit anschreiben, wenn ich noch einen Part machen soll. Und ansonsten sehen wir uns in den anderen Let's Plays. Heute startet außerdem das Let's Play zu Rome Total War. Ihr könnt es ja dann eh mitverfolgen. Sollte vielleicht mehr von euch ansprechen. So, dann ist raus. Habe der Gamer Engineers.